Ah, was macht ihr denn jetzt schon wieder hier auf dem Kanal? Ja, herzlich willkommen. Ich habe noch zwei Paradox Rift Booster Packs. Joa, heute dran denken auf jeden Fall. Es kommt eine Nintendo Direct um 16 Uhr. Da wird Nintendo noch so, ja, das Ableben von der Nintendo Switch feiern. Haben leider auch gesagt, dass es nichts Neues geben wird quasi. Also, es wird schon was Neues geben, aber es wird nichts wegen der nächsten Konsole, die wieder anteasern, gezeigt oder gesagt. Was ein bisschen schade ist und auch ein bisschen Missed Opportunity, aber muss Nintendo ja selber wissen, egal. Warum rede ich jetzt überhaupt über Nintendo? Es geht ja jetzt gerade um Pokémon-Karten. Ja, Karten sind gut. Gönnt euch den Code natürlich hier. Macht einen Screenshot oder was weiß ich was. Viel Spaß damit. Ich sage Get rid of the Blood Energy, also nicht Blut, sondern Gras. Ja, ey, ich habe das echt. Also, ey, Alter, das ist schon ein gutes Zeichen, oder? Dann wollen wir mal schauen, ob ich jetzt einen dicken Hit noch kriege oder nicht kriege. Gelatini, süßes Mon, Frösteln 40, 60 kp. Die Weiterentwicklung ist eigentlich ganz geil für Control Decks. Ich glaube, die verhindert irgendwie, dass ihr. Ich weiß gar nicht mehr, was sie verhindert. Aber irgendwas Krasses verhindert sie. Ich glaube, Item oder Supporterkarten zu spielen. Ich weiß es nicht mehr. Nagelt mich nicht fest. Es ist auch bei mir ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Choriogel, mische die Handkarten in den Deck und schließe an sich eine Karte für jede Pokémon auf deiner Bank. Ja, ganz nice, so als Draw Engine. Naja, nicht wirklich viable. Gibt bessere Draw Engines. Cutes Artwork. Oh, kann man machen. Ein Wablu. Alter, was ist mit den Vögeln los? Ich habe jetzt ein Wablu und ich habe ein Choriogel. Auch, ja, süßes Artwork, eigentlich ein süßes Mon, ich mag es. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Illustration, die quasi mit anderen Karten, ich glaube, Raffle ist auch dabei und Carpador und so, die gibt, glaube ich, so ein Gesamtbild, wenn ihr alle Karten quasi ausschneiden würdet und aneinander legt. Ja, Grillmark, Familienruf, so der Deck mit Wagen, ja, ihr kennt die Effekte, also diese Familienrufeffekte haben echt viele Mons, auch so Taubsi hat das, glaube ich, auch. Und auch verschiedene andere Wassermons. Nichts Besonderes. Rückzugkosten 1, Wasserschwäche natürlich, ist ein Feuermon. Schlurm. Ziehe zwei Karten. Ziemlich fett KP eigentlich für einen Basemon. Also das ist eigentlich nicht zu verachten. Ziehe zwei Karten für eine Stahlenergie. Mund 20 Damage ist auch eigentlich nicht so bad. Aber wie gesagt, warum sollte man das in ein Deck tun, wenn man halt irgendwas Passives auf der Bank hat mit dem Effekt, was Karten ziehen lässt, so wie zum Beispiel Greninja, also Radiant Greninja oder das Bibardaril Bidoof, Bidifoss, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Tenterra, Karten im Ablevelstapel des Gegners können nicht durch einen Effekt von Fähigkeiten oder Trainerkarten deines Gegners auf seine Hand genommen werden. Ist auch wieder so ein Control-Dingen. Also damit könnt ihr euch auch ein bisschen das vermiesen, dass der Gegner irgendwas recycelt von seinem Ablagestapel. Ein Brüllschweif, cutes Art, ein Vergangenheitsmon 90, Hieb für 30, tosendes Gebrüll. Dieser Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners für jede Schadensmarke auf dem Pokémon 20 Schadenspunkte mehr zu. Nein, Pokémon 20 Schadenspunkte zu. Joa. Oh, hat das so eine kleine Comeback-Mechanik oder so. Wenn ihr dann irgendwie hinten liegt, könnt ihr das benutzen, aber oh, ist jetzt nicht so weltbewegend, würde ich sagen. Die hatten auch. Oh, ich habe eine Full Art. Nee. Was geht bei mir? Ich dachte jetzt hier unten wäre eine Full Art, weil das irgendwie so komisch aussieht mit einem Braun. Nee, es gibt, glaube ich, irgendein Brüllschweif, was sie halt ins Gardevoir-Deck gebaut haben. Ich glaube, es ist sogar dieses. Und benutzen dann die zweite Attacke. Weil ihr könnt mit Gardevoir quasi das holen und dann immer irgendwie Damage drauf dealen, wenn ihr irgendwie Gardevoirs Fähigkeit benutzt und dadurch macht das halt dann mehr Schaden. Ja. Interessant. Also keine schlechte Karte eigentlich. Bis Reversed Holo, ein Kaumalat. Oh, cooles Artwork und so sitzt in der Höhle rum, oben kommt das Licht rein. Ich glaube, hier habe ich aber auch schon mal reviewed die Karte. Kommt mir sehr bekannt vor. 20 Biss, ja, Kampfmon. Nicht weltbewegend, aber kommt jetzt vielleicht irgendein Big Hit oder irgendwas Gutes? Autofokus ist mal wieder total wild. Hallo? Dankeschön. Ein Choriogel in Reversed Holo. Wow. Also ich habe einen Choriogel und jetzt noch einen Choriogel da drin gehabt in der Packung in Reversed Holo. Zwei Reversed Holos. Das heißt, jetzt kommt der letzte Hit. Seid ihr bereit? Ist es eine Full Art? Ist es nichts? Ist es eine goldene Karte? Ich habe bisher nur eine goldene Karte gezogen und das leider nicht aufgenommen. Das war ein Balonda EX. Aus hier Paldias Schicksal, ne, nicht Paldias Schicksale, Kamezin und Purpur, irgendeine Expansion. Milotic, auch nichts Besonderes. Also ist jetzt keine extrem seltene Karte. Einmal, wenn du das spielst oder dieses Pokémon auf deiner Hand spielst, um ein Pokémon zu entwickeln, kannst du dann die Fähigkeit einsetzen. Jeder Spieler legt ein Basis-Pokémon aus
aus seinem Ablagestapel auf seine Bank. Ja, eigentlich ein Effekt, der beiden zugutekommt, deswegen, ja, sieht nicht viel Play. Milotic ist eigentlich ein cooles Pokémon, finde ich. Artwork, keine Ahnung, berauscht mich jetzt nicht so. Also es ist cool, das Artwork, aber irgendwie, dass der Bauch so komplett weiß ist, also dass alles eine Textur, also eine Farbe hat irgendwie. Ja, sieht ein bisschen boring aus. Hintergrund ist aber schön, mit so Algen. Sehr dunkel gehalten, also das liegt jetzt nicht an meinem Licht. Die Karte ist sehr dunkel vom Hintergrund. Also, selbst wenn ich sie ins Licht lege, hinten der Hintergrund ist sehr dunkel. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr euch heute die Nintendo Direct reinzwirbelt. Ich werde sie mir auf jeden Fall geben. Bin dann gespannt, ob irgendwie was zu Metroid Prime kommt, zu Prime 4, oder ob wir irgendwelche coolen Remakes kriegen. Aber Nintendo macht auch zu viele Remakes. Egal, das ist vielleicht Thema für ein anderes Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Habt euch wohl, macht keinen Scheiß. Und ja, abonnieren, teilen, liken, ihr kennt das, ne? Okay, ja, bis dahin, ne? Tschüss!